So, jetzt stehen wir vor einem anderen geheimnisvollen Ort an der Hochschule oder besser gesagt um die Hochschule drumherum. Und zwar hinter dem N-Flügel finden Sie dieses graue Zelt, in dem sich etwas ganz Geheimnisvolles versteckt. Und das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt sind wir im Inneren dieses Zeltes. Ich hoffe, es ist zu verstehen. Es ist relativ windig. Es klappert und wedelt etwas rum, die Plane. Wir können jetzt hier einen Blick reinwerfen in die eine Seite unserer Schallprüfkammer. Das heißt, wir gucken da gleich auch rein. Dieses Rechteck, was Sie da sehen, das ist das zu prüfende Bauteil. Und diese Kammer besteht aus zwei Teilen. Das konnte man auf der 360-Grad-Aufnahme auch schon gut erkennen. Und naja, das Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Auf der einen Seite dieses Bauteils mache ich einen definierten Krach und auf der anderen Seite messe ich, wie laut es wird. Die Geometrien dieser beiden Räume spielen natürlich eine wesentliche Rolle. Dabei entstehen stehende Wellen, es kommt zu Resonanzeffekten und so weiter. Und das Trennbauteil, also die Betonwand, die Sie dazwischen sehen, die ist, muss auch völlig entkoppelt sein. Und das ist die Fuge, die Sie auf der 3D-Aufnahme zum Beispiel sehen konnten. Wir gehen jetzt mal in die Kammer rein. So, jetzt sind wir im Inneren der Kammer und man hört, dass es relativ hallig ist. Und wir erkennen jetzt hier zwei Sachen. Das ist zum einen die glatte Seite der Stahlbetonwand. Es besteht aus zwei Schalen. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Und das zu prüfende Bauteil. Dadurch, dass ich das Schalldämmmaß dieser Stahlbetonseite kenne, aus Vorabmessungen, ist das schwächste Glied jetzt dieser Kammer dieses Prüfbauteil. In dem Fall ein Holzbauteil. Es kann auch sein, dass wir hier eine Deckenkonstruktion messen. Und so kann ich aus der Veränderung des Spektrums, das ich messe, und ich kenne das Spektrum auf der Sendeseite, das Schalldämmmaß des Bauteils zurückrechnen. Jetzt gucken wir uns kurz die Fuge an, die zwischen dieser Stahlbetonscheibe und der auf der Empfangsseite eingebaut wurde, um auch Körperschallübertragungen weitestgehend zu verhindern. So, wir stehen jetzt im Bereich der Trennfuge zwischen den beiden Schalen. Wir erkennen hier rechts im Bild den Senderaum. Wir erkennen die Stahlbetonwand. Und zwischen den beiden Stahlbetonscheiben ist jetzt eine weiche Entkopplung eingebaut aus Mineralwolle. Die ganze Konstruktion muss aber natürlich relativ dicht sein, damit auch über Luftnebenwege nicht unnötig viel Schall übertragen wird. Das Ganze, die ganze Schallschutzkammer oder Schallprüfkammer ist konstruiert als demontierbare Konstruktion. Es ist entstanden aus einem Forschungsprojekt mit einem lokalen Baustoffhersteller, der Lehmbauplatten herstellt. Und so konnten wir vor Ort quasi direkt neben der Produktionslinie Schallprüfungen durchführen und unmittelbar Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der jeweiligen Konstruktionen oder Baustoffe. Nach Beendigung des Forschungsprojekts wurde die Kammer demontiert und wieder an die Hochschule verbracht und wir können so für relativ günstiges Geld immerhin hinreichend genaue Messungen durchführen, um die Entwicklung weiterer Baustoffe in die richtige Richtung lenken zu können.